Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen uns nochmal mit der Wahl in Sachsen-Anhalt beschäftigen. Wir sind Korrespondentin und Korrespondent hier im Hauptstadtstudio der ARD in Berlin. Vera hat selbst die vergangene Landtagswahl noch in Sachsen-Anhalt verbracht als landespolitische Korrespondentin, blickt jetzt von Berlin aus auf diese Wahl, kommt selbst aus Sachsen-Anhalt, weiß also gut Bescheid, was da los ist. Ich bin hier im Hauptstadtstudio vor allem auch mit für die Berichterstattung über die AfD zuständig. Aber genug der Vorrede. Wir warten auf eure Fragen. Wir haben auch schon ein paar bekommen. Ihr könnt das via Facebook, YouTube oder auch bei Twitter uns noch Fragen schicken, was ihr auf dem Herzen habt, was die Wahl von gestern angeht. Und wir fangen einfach gleich an. Mehrfach ist schon darum gebeten worden, dass wir mal ganz grundsätzlich einordnen, was da gestern eigentlich passiert ist, was da von Ja. der Wahl vielleicht so hängen bleibt. Vera, was würdest du sagen, ist vielleicht so das Hauptding? Na, eigentlich die Überraschung, wie stark die CDU am Ende war, ne? Also die Umfragen, die haben die CDU auf jeden Fall weit unter 30% gesehen. Die AfD saß der CDU im Nacken. Und dass es letztlich 37% für die CDU werden, dass die AfD unter ihren Erwartungen bleibt bei 20,8%, zwar immer noch ein starkes Ergebnis hat, aber doch mit einem deutlichen Abstand. Ich glaube, das war die Hauptüberraschung und hat bei den anderen Parteien außer der AfD auch zu einer gewissen Erleichterung geführt, dass die AfD sich da nicht als stärkste Kraft durchgesetzt hat. Kann man das eigentlich erklären? Also hängt das vielleicht sogar zusammen, dass die Umfragen so waren? Ist das eine der Erklärungen, die immer wieder kommt? Ich habe das durchaus gehört, dass man sagt, diese Polarisierung hat dazu beigetragen, dass sie vielleicht mehr für die CDU entschieden haben. Genau. Also das ist sicherlich ein Thema gewesen, worauf sich das in der letzten Zeit dann zugespitzt hat. Also am Ende des Wahlkampfes war es ein klarer Kampf zwischen AfD und CDU. Da hat die CDU ja auch deshalb die Wahlempfehlung nochmal gesagt, wer nicht CDU wählt, der riskiert sozusagen, dass die AfD die stärkste Kraft wird. Und auch am Ende, also die SPD, die schlechter gelandet ist, als sie eigentlich sein wollte. Die Linken konnten ihre Erwartungen überhaupt nicht erfüllen. Auch die Grünen sind hinter den hochfliegenden Hoffnungen zurückgeblieben. Die sagen dann alle, ja, das liegt auch daran, dass die CDU und die AfD hier vor allem miteinander gekämpft haben und der eine, die andere Unentschlossene vielleicht doch in der Wahlkabine ihr Kreuz dann bei der CDU gesetzt hat. Was mich da überrascht hat, wenn man sich die Wählerbewegung anguckt, dann hat die CDU ja tatsächlich von allen Parteien gewonnen. Man kann gar nicht so, ich korrigiere mich, aber ich glaube, man kann gar nicht so sagen, dass es die eine Richtung gab oder die eine Partei, die extrem viel an die CDU abgegeben hat. Nee. Da sind, glaube ich, sogar 11.000 Stimmen von der Linken zur CDU gewandert. Genau, also von der Linken kamen Stimmen, von der SPD kamen Stimmen, von der AfD kamen Stimmen. Und sehr bemerkenswert fand ich auch, dass die CDU es geschafft hat, im Nichtwählerbereich zu ziehen. Und das war ja was vorher die AfD gestärkt hat, dass aus dem Nichtwählerbereich viele die AfD gewählt haben. Und das war eben diesmal eindeutig so, dass da auch motiviert wurde, dass die Menschen aufstehen, zur Wahl gehen, aber eben bei der CDU ihr Kreuz gesetzt haben. Kann man sagen, dass vielleicht doch am Ende diese Polarisierung dazu beigetragen hat, dass man gesagt hat, in Sachsen-Anhalt, ich möchte nicht, dass die AfD hier stärkste Kraft wählt und dass du hast es gerade gesagt, normalerweise hat die AfD gerade bei Nichtwählern gezogen und wenn die Wahlbeteiligung höher gegangen ist, dann ist das normalerweise immer auf das AfD-Konto eingezahlt, weil Genau. sie Leute motiviert hat, die normal überhaupt nicht zur Wahl gehen. Mhm. Und jetzt aber doch vielleicht mal eine etwas andere Bewegung, nämlich die, dass doch auch viele, die sagen, ja, so wichtig ist so eine Landtagswahl ja vielleicht gar nicht unbedingt oder das Wetter ist so super, ich habe was anderes vor. Dass die dann doch sagen, nee, das ist in diesem Fall jetzt mal vielleicht wichtig. Ja, also Wahlbeteiligung ist ja ungefähr gleich geblieben, mit 60%, so ein Prozentpunkt niedriger als beim letzten Mal. Aber auf jeden Fall gab es da eine Motivation in diese Richtung. Und zum Thema AfD kannst du ja vielleicht auch noch mal sagen, was da in Sachsen-Anhalt gezogen hat und wie die sich aufgestellt hat. Weil das ist schon noch mal interessant, dass die sozusagen von diesem Viertel der Wählerschaft jetzt auf ein Fünftel gegangen sind. Das ist immer noch viel. Aber es gab ja ein bisschen Bewegung bei dem Thema, wie viel wählen aus Protest und wie viele wählen aus Überzeugung. Ja, man muss ganz grundsätzlich da sagen, dass die AfD in Sachsen-Anhalt natürlich zum extremen Teil der Partei gehört. Die Ostverbände sind alle noch immer dominiert vom Flügel der AfD, der sich ja offiziell aufgelöst hat, deren Protagonisten aber weiter vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Die Landesverbände einzeln werden auch bis auf Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, alle in Ostdeutschland vom Verfassungsschutz beobachtet. In Sachsen-Anhalt selbst ist mit Til Schneider, dem stellvertretenden Landesvorsitzenden, ein als vom Verfassungsschutz klar rechtsextremistisch gebrandmarkter Politiker dort an der Parteispitze.
Auch der Fraktionsvorsitzende in Sachsen-Anhalt, Kirchner, wird in dem Gutachten des Verfassungsschutzes immer wieder zitiert mit Aussagen, die sie klar als rechtsextrem werten. Also das ist alles, das wissen die Wähler dort mittlerweile, das ist alles auch bekannt, wie extrem dieser Verband dort auftritt, auch auf Wahlkampfveranstaltungen jetzt in den vergangenen Wochen. Und trotzdem wird die AfD dort gewählt. Auch die Diskussion ist ja im Raum. Also das verprellt gar nicht. Ja, also ich glaube, es gab, glaube ich, auch ein paar Fragen dazu. Das Thema, warum ist die AfD so stark in Ostdeutschland? Und das ist eben aber auch nicht einfach und nicht schnell mal kurz mit dem einen Grund zu beantworten, sondern es sind neben den Überzeugungswählern, die es gibt und die eben früher auch DVU oder NPD gewählt haben, eben trotzdem noch ein Teil Protestwähler. Also etwa zur Hälfte wählen die Leute aus Protest oder sagen, dass sie die AfD aus Protest wählen und zur Hälfte aus Überzeugung. Das ist also deutlich, hat sich das verschoben von früher mehr Protest zu jetzt mehr Überzeugung. Und wo kommt diese Unzufriedenheit auch her? Na klar, da gab es diese Umbrüche nach der Wiedervereinigung einerseits. Es gab aber auch klar die Frage, wo wird viel AfD gewählt? Also gerade in den strukturschwachen Regionen, wo also es wirtschaftlich nicht so gut aussieht, wo die Leute insgesamt die Lage nicht so positiv einschätzen, da sind die AfD-Quoten hoch. Und früher wurde Protest gewählt auch bei den Linken. Und das ist eben auch so ein Punkt. Die sind ja nur wirklich total abgeschmiert. Die waren mal mit zweitstärkste Kraft, die waren mit in der Regierung und haben es nicht geschafft, da die Leute bei sich zu halten, auch mit dem Ostdeutschland-Thema nicht bei sich zu halten. Das zieht jetzt sehr stark bei der AfD. Wir können ja gleich nochmal gesondert auf die Linke eingehen. Was ich dabei dann auch spannend finde, dass die Leute offensichtlich auch sehr flexibel sind, zu sagen, vorher war es mal, habe ich aus Protest die Linke gewählt, jetzt ist aber die AfD eher die Partei, die die Etablierten ärgert. Mhm. Und das finde ich dann eigentlich gar nicht so schlecht. Die SPD, die AfD buhlt ja auch im klassischen SPD-Milieu die Arbeiter. Ja, und zieht die auch. Also zieht auch Arbeiter, zieht Arbeitslose, zieht gerade von der Altersstruktur her eine mittlere Wählerschaft. Also viel Männer, das ist wie auch im Bundestrend so. Aber interessant war eben, dass in Sachsen-Anhalt vor allem zwischen 25 und 44, so um die 30er herum, sehr stark AfD gewählt wird. Also die noch viel Jüngeren, die wählen auch FDP und Grüne. Da verteilt sich das total. Da ist auch die CDU nicht so stark. Aber bei dieser Mittleren, da ist doch recht viel AfD-Wählerschaft. Und bei den Älteren, da wird es dann wieder die CDU. Und bei den über 60-Jährigen kann auch die SPD zweistellig werden, immerhin. Noch ein Punkt vielleicht erstmal abschließend, dann was die AfD angeht. Ich fand es so interessant, dass gerade Sachsen-Anhalt, auch was die Querdenkerbewegung, was diese Corona-Proteste angeht, war der AfD-Landesverband in Sachsen-Anhalt ganz früh sehr vorne mit dabei, auch von der Corona-Diktatur zu sprechen, von der Maske als Unterdrückungssymbol, das von der Regierung uns aufgezwungen wird. Solche Worthülsen wurden dort immer wieder verbreitet. Und trotzdem scheint es nicht so verfangen zu haben, dass es ähnlich zu einem noch weiteren Stimmenzuwachs geführt hat, das Kernthema der AfD, was sie so stark gemacht hat vor 5 Jahren, nämlich die Flüchtlingsproblematik, dass das bei Corona nicht ganz so gezogen hat. Mein Gefühl und auch das, was einige Umfragen sagen, das zeigt, dass doch auch bei den Wählern, selbst bei den Wählern der AfD, auch in Sachsen-Anhalt, viele eben nicht nur glauben, dass Corona nur eine leichte Grippe oder eine etwas schwerere Grippe gewesen ist. Das war eigentlich wie im Bundestrend, kann man sagen. Also gab es genau die es einerseits zu lax fanden, dass zu schnell gelockert wurde. Manche fanden es auch zu streng, klar. Aber die wurden auch ein bisschen aufgenommen von ihm hier. Also Ministerpräsident Rainer Haseloff, der hat eigentlich auch sehr oft aus der Landesebene die Bundespolitik kritisiert, obwohl er natürlich als Ministerpräsident in den entsprechenden Bund-Länder-Gesprächen dabei saß und auch die Bundesnotbremse mitbeschlossen hat. Trotzdem hat er sie kritisiert und konnte da also auch so ein bisschen was davon auffangen. Und auch die FDP hat ein Stück weit davon profitiert, sagen aber selber, es war jetzt nicht allein das Thema Corona-Pandemie, es ging dann auch darum um Wirtschaftsfragen. Und es war überhaupt so ein Wahlkampf, der thematisch gestreut war. Ein bisschen Corona-Pandemie, aber vor allem dann die sozialen Folgen, Frage Wirtschaft und Arbeit, Bildung. Und in all denen konnte die CDU eher punkten, hat sich eher kompetenzmäßig nach vorne geschoben, sogar vor die SPD, die bei der sozialen Gerechtigkeit eben nicht mehr als die starke Vertreterin wahrgenommen wird.
Ich fand es gerade interessant, dass du sagst, die FDP sagt natürlich, nein, das sind auch unsere Wirtschaftskompetenzen. Ja. Das ist halt wahrscheinlich aber auch ein bisschen Wunschdenken. Also, naja, es wird ihnen auch zugesprochen. Auch klar, ja. Wird das auch klar zugesprochen? Oder muss man schon sagen, so ein Bundestrend, wo die FDP ja extrem profitiert hat, ja, von ihrer offensichtlich eben sonst nicht so sehr vertretenen Kontrahaltung in Sachen Corona-Maßnahmen, eben da hat man sonst nur die AfD, aber die schlägt dann wieder sehr über das Maß hinaus in den Augen vieler. Insofern hat vielleicht auch der Bundestrend da ein wenig geholfen. War schon eine Mischung, auf jeden Fall. Aber ich meine, dafür, dass die FDP jetzt 10 Jahre lang nicht im Landtag war und auch jetzt nicht das klassische Wählerpotenzial in Sachsen-Anhalt hat, kann man schon sagen, dass wahrscheinlich nicht nur die Corona-Politik da entscheidend war. Wollen wir noch mal schauen, was an Fragen da ist. Also wir haben zum Beispiel, das ist doch noch eine AfD-Frage. Sven Friedrich fragt über Facebook, wie kann man 20% der Wähler zurück in die Demokratie holen? Das ist natürlich ein bisschen provokant formuliert. Ja. Klar, knüpft vielleicht ein bisschen an den Ostbeauftragten Marco Wanderwitz. Wahrscheinlich, genau. Man muss erst mal sagen, also in der Demokratie gibt es eben auch die AfD und die kann man auch wählen. Das ist erstmal nicht undemokratisch. Aber er spielt wahrscheinlich schon darauf an, dass eben dieser Landesverband ja auch sehr extrem ist und vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Wir hatten diese Wanderwitz-Debatte. Mhm. Hat der... Also vielleicht fasst du sie noch mal ganz kurz zusammen, ja, oder sagst, worum es da gegangen, genau, ist. Genau. Also der Ostbeauftragte Marco Wanderwitz hat durchaus differenzierter, als es dann hinterher auch in den Schlagzeilen ihm vorgeworfen wurde, darüber gesprochen, was das bedeutet, wenn es so ein großes Potenzial gibt an Wählern, die sich für die AfD entscheiden. Und hat es auch in Verbindung gebracht, zumindest teilweise damit, dass die Menschen im Osten in der Diktatur aufgewachsen sind. Also Diktatur sozialisiert war da das Stichwort. Und dass manche von denen auch nicht für die Demokratie wieder zurückzugewinnen sein. Hat in der CDU eine riesige Debatte ausgelöst. Zeitpunkt vor einer Landtagswahl ist ja nicht so ganz klug. Und das hat dann auch so ein bisschen die Leute dazu bei, dass sie so ein bisschen gesagt haben, wir müssen es differenzieren. Wir können jetzt nicht alle, die AfD wählen, als undemokratisch abstempeln. Und vor allem, was ja auch Bundeskanzlerin Angela Merkel betont hat, können wir sie nicht aufgeben. Und das ist, glaube ich, auch was, das wichtig ist und was auch Rainer Haseloff und überhaupt die Ostministerpräsidenten verstanden haben, dass man mit den Menschen halt reden muss und dass man den Kontakt suchen muss. Also Rainer Haseloff ist jetzt nicht derjenige, der sich in die konfliktträchtigsten Situationen hineinbegibt. Kretschmer in Sachsen hat das sehr stark gemacht. Aber zumindest nimmt Haseloff so Stimmungen auch auf. Da ging es um den Rundfunkbeitrag beispielsweise und auch die Kritik an dieser Bundeslage rund um Corona und so weiter. Das nimmt er dann schon auf und versucht, das auch verständlich zu machen. Und man sieht ja jetzt auch an den Wahlergebnissen jetzt nicht die rein Diktatursozialisierten, also die Älteren haben halt ja CDU und SPD auch gewählt. Es sind auch die Was die AfD jetzt immer natürlich anführt und sagt, hey, uns haben doch gerade die Jungen gewählt, die sind ja da erst nach der Wende gewachsen. Das stimmt, sind. Aber die haben Eltern, die haben das in ihrem Umfeld erlebt, die haben Großeltern erlebt und die haben natürlich auch ihre Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, da ist nochmal so ein wichtiger Punkt, den wir vorher nicht angesprochen haben, dieses Gefühl, zurückgesetzt zu sein in Ostdeutschland durch fehlende Repräsentation, dadurch, dass auch die Wirtschaft dort einfach nicht diese Grundlage hat, die in Westdeutschland länger gewachsen ist, dadurch, dass dann auch in den Führungspositionen die Ostdeutschen nicht sind und dass man immer so ein bisschen auch manchmal als Schmuddelkind, auch in diesen Debatten als Schmuddelkind abgestempelt wird. Das führt dazu, dass 3/4 in Sachsen-Anhalt sagen, sie fühlen sich als Bürger zweiter Klasse, weil sie Ostdeutsche sind. Das ist schon bemerkenswert und da ein Thema aufzugreifen und zu merken, dass man auf Gleichwertigkeit bei den Lebensverhältnissen gucken muss, was diese Bundesregierung versucht hat, angestoßen hat. Cyberagentur wurde in Halle eröffnet, also größere Institutionen. Und der Versuch, man muss auch gucken, wie das Kabinett Haseloff dann aussehen wird. Der hatte auch 3/4 aus Westdeutschland stammende Minister und Ministerinnen in seinem Kabinett. Also das sind auch nochmal so Punkte, die was Gefühltes sind. Und wo man auf der anderen Seite auch die andere Geschichte erzählen kann. Natürlich gibt es die aktive Zivilgesellschaft in Sachsen-Anhalt. Aber die hat es halt auch nicht leicht, wenn es 2 Großstädte sind und ansonsten ist viel ländlicher Raum. Und sie kämpfen dann auch ein bisschen gegen Windmühlen. Aber natürlich gibt es die. Ja. Ist denn dann bei den Jungen, auch das war eine Frage, bei denen U30, bei denen die AfD, wenn ich es richtig weiß, auch tatsächlich auf Platz 1 gelandet ist, ist das dann eine Art eher von Protest oder sind die... Kann man das sagen? Also sind die inhaltlich, sehen die sich tatsächlich inhaltlich eben eher auf einer sehr
rechtskonservativen Ja, so fein ist die Analyse, glaube ich, nicht. Also wie gesagt, gerade bei den Jungen ist das sehr verteilt einfach, also sehr breit. Eben da sind auch die FDP und die Grünen besonders stark und die CDU ist halt nicht so stark. Also besonders stark heißt bei FDP und Grünen, dass die zweistellig sind, so um die 13%. Das ist ja deutlich mehr, als sie bekommen haben. Und was generell immer festgestellt wird bei jüngeren Menschen, dass die extremer wählen. Das merkt man auch bei diesen U18-Wahlen immer. Also ob das was mit dem Weltbild zu tun hat oder dass es einfacher ist. Aber es wird oft dann entweder Grün oder CDU, AfD gewählt. Das ist gar nicht so untypisch. Auch jetzt nicht Sachsen-Anhalt typisch, spezifisch. Lass uns noch mal auf ihn schauen. Mhm. Viele Analysten sagen jetzt, es war doch eine sehr starke Personenwahl auch. Haseloff, die anderen Spitzenkandidaten waren quasi überhaupt nicht bekannt bei Umfragen auf der Straße dort in Sachsen-Anhalt hat sich ergeben. Die kennt man gar nicht. Die wissen gar nicht, für was sie stehen. Und da hat er einfach den Amtsbonus und hat das Ding tatsächlich alleine geholt. Kann man das so ganz pauschal wahrscheinlich nie sagen, aber ist das schon ein Hauptgewicht? War schon ein wichtiger Faktor. Er kennt auch die CDU hier im Bund an und sagt, das war auch Rainer Haseloff mit seiner Persönlichkeit. Also er ist jetzt nicht der Charismatische, das muss man sagen, aber er ist eben einfach schon 10 Jahre im Amt. Er ist bekannt, er ist bundespolitisch auch bekannt, weil er hier auch immer wieder auftritt. Und wenn dann man seinen Ministerpräsidenten auch mal in der Tagesschau sieht und die Interessen Sachsen-Anhalts vertreten sieht, ob jetzt beim Thema Kohleausstieg auch noch so ein Strukturwandelthema in Sachsen-Anhalt oder wo auch immer, dann spielt das schon eine Rolle. Dann hat er diese ganz klare Haltung gehabt und gesagt, mit mir wird es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Das vertritt er auch glaubwürdig. Das hat er auch glaubwürdig vertreten, als es da Schwankende in seiner Partei gibt. An der Basis gibt es ein paar andere. Mit seinem Innenminister hat er sich darüber zerstritten, hat ihn auch wirklich rausgeworfen. Es war ein Machtkampf und er hat sich da durchgesetzt. Also die klare Haltung war auf jeden Fall da. Und dieses Thema Amtsbonus ist ja nicht nur in Sachsen-Anhalt aufgefallen, sondern auch zuletzt in Thüringen, in Brandenburg. Überall haben sich die Ministerpräsidenten, die im Amt waren, und das kann eben eigentlich jede Partei sein, ne? Es ist mal die Linke, es ist mal die CDU, es waren auch schon die Grünen in Baden-Württemberg, wo der Amtsbonus entscheidend ist und dann sozusagen vielleicht auf Nummer sicher gewählt wird. Also nach dem Motto, zumindest wird dann nicht die AfD stärkste Kraft, auch wenn jetzt die CDU vielleicht sonst nicht meine Wunschpartei ist, aber ich setze da mein Kreuz, ich kenne den, da weiß ich, was ich habe. Lass uns noch kurz, wir haben über die CDU gesprochen, wir haben über die AfD gesprochen, die FDP auch schon, auf die anderen mal so abzuarbeiten. Ja. Also die SPD, 8,3, ich glaube eins der historisch schlechtesten Wahlergebnisse für die SPD in irgendeiner Landtagswahl überhaupt. Ja, Sachsen war noch schlechter mal mit 7,7, aber tatsächlich enttäuschend. Und die hatten sie ja schon halbiert zuletzt. Also waren ja bei 20% mal, 2016 sind sie bei 10 gelandet und hatten zumindest die Hoffnung, zweistellig zu bleiben. Und das ist also schon auch für die Bundes-SPD bitter. Ja. Da geht man ja eigentlich davon aus, dass man mit Olaf Scholz jemanden hat, der am ehesten, der jetzt im Kabinett sitzt, dem man doch vertrauen kann, dass er genau wie mit Merkel zusammen jetzt die letzten Jahre uns durch die Krise gebracht hat. So wünscht sich das die SPD, dass man das dann auch so empfindet und dann die Kontinuität mit Scholz wählt. Ja. Und alle warten in der SPD darauf, dass das einfach einsetzt, das Bewusstsein, Merkel ist bald nicht mehr, dann lass uns doch mit Scholz weitermachen. So richtig funktioniert das offensichtlich noch nicht. Hat offenbar noch nicht gezündet, jedenfalls nicht in Sachsen-Anhalt. Da ist vielleicht auch Olaf Scholz auch nicht so der präsente Kandidat gewesen. Aber die Bundes-SPD hofft immer noch, dass das für den Bundestagswahlkampf dann relevant wird. Die haben auch noch mal darauf abgestellt, jetzt in der Reaktion, haben gesagt, na gut, das war jetzt eben Sachsen-Anhalt und diese Polarisierung und so. Aber wenn Scholz, der ja sehr hohe Zustimmungswerte hat als Kanzlerkandidat, wenn wir diesen Schwung für die SPD auf die SPD übertragen können, wie es der Generalsekretär formuliert hat, dann hofft die SPD damit, ja, noch einen Blumentopf gewinnen zu können. Die FDP hat schon ein bisschen suffisant gesagt, na, die müssen jetzt erstmal noch ihren Anspruch auf die Kanzlerkandidatur, die SPD wie auch die Grünen, noch mal begründen nach dieser Sachsen-Anhalt-Wahl. Lass uns auf die Grünen schauen. Eigentlich ja im Umfragehoch, was den Bundestrend angeht. Annalena Baerbock hat erst sehr, sehr gute Reaktion bekommen auf ihre Kandidatur. In den Umfragen hat sich das gut ausgewirkt. Jetzt gab es dann doch kleine Unstimmigkeiten. Sie hatte Gelder nicht angegeben, die sie nachmelden musste. In ihrem Lebenslauf hat sie Dinge korrigiert. Ist es das oder muss man sagen, die Grünen sind im Osten schlicht
nicht die Partei, die sie auf Bundesebene vielleicht werden können. Also das Letztere ist auf jeden Fall, denke ich, das schlagende Argument. Das ist bei den Grünen immer schwierig. Und wie auch, also ich glaube, in dieser ganzen Wahl kann man nur bedingt von Sachsen-Anhalt Rückschlüsse auf den Bundestrend ziehen. Aber gerade bei den Grünen muss man sagen, ist ein schwieriges Pflaster, ist ein ländliches Gebiet, viel durch Landwirtschaft geprägt, die auch skeptisch sind gegenüber den Grünen. 70% in Sachsen-Anhalt sagen, die Grünen übertreiben es mit dem Klimaschutz. Und auch das hängt mit diesem Strukturwandel zusammen. Die kennen eben Umbrüche und jetzt kommen die Grünen und sagen, wir wollen noch früher raus aus der Kohle. Das gefährdet einfach Arbeitsplätze. Und da ist in Sachsen-Anhalt diese Offenheit für die Grünen nicht so da. Und dann ist das ein bisschen dieses Problem der Grünen, dass sie vielleicht eher so, also dass man ihnen immer mal unterstellt, eine Wohlstandspartei zu sein. Wenn es uns gut geht, kann man sich das leisten. Aber die Leute haben das Gefühl, das ist alles sehr teuer und ich möchte das nicht bezahlen. Also ich will zwar das Klima retten, aber ich will das nicht alleine bezahlen oder selber dafür einstehen müssen. Auch ein Großstadtmilieu. Ne? Man muss sagen, Sachsen-Anhalt ist sehr weit vorne, was erneuerbare Energien angeht. Also Windkraft, immer der Ausbau schon sehr weit. Ne? Aber wenn es jetzt darum geht, das war eben die Debatte, die, glaube ich, noch viel entscheidender war, kurz vor der Wahl, Benzinpreise zu erhöhen und das den Grünen angelastet wird, auch wenn die Debatte nicht ganz fair geführt wird von allen, die dort mit beteiligt sind, dann ist es natürlich, ja, ich bin hier auf dem Land, ich brauche mein Auto, hier fährt kein Bus, eine Bahn schon ewig nicht mehr, die Schienen sind alle stillgelegt und jetzt wollt ihr mir das Benzin auch noch teurer machen. Und dieses Vorurteil gibt es eben. Und da haben die Grünen einmal mehr mit tollen Umfragen am Anfang geglänzt, große Hoffnung gehabt und sind dann doch auf dem sehr harten Boden der Tatsachen auf dem sachsen-anhaltischen Land sozusagen gelandet. Wir wollen langsam zum Ende kommen. Trotzdem, um die Linke kommen wir jetzt noch nicht rum. Das ist ja schon sehr einschneidend, wenn die Partei, die eigentlich in den Ostländern doch immer als die Volkspartei des Ostens genannt wurde und da auch Ambitionen hatte, in Thüringen ja auch den Ministerpräsidenten stellt. Wie kann das sein, dass das überhaupt nicht mehr funktioniert? Ja, also da gab es auch einen Abwärtstrend jetzt zuletzt schon. Also auch bei der letzten Wahl war die Linke schon längst nicht mehr diese Volkspartei des Ostens, die sie eigentlich gewesen ist, die auch die sozialen Fragen repräsentiert hat. Die hat da auch verloren, was die Kompetenz angeht. Man muss sagen, in Sachsen-Anhalt liegt es auch ein bisschen an der personellen Aufstellung. Die haben sich da nicht so richtig festigen und glaubhaft machen können. Viele von ihren Themen werden von anderen besetzt. Also tatsächlich, die Linken haben verloren an die AfD, aber auch an die CDU. Und was, glaube ich, besonders verheerend ist für die bundespolitische Sicht, ist, dass es sozusagen es immer noch eine Sicherheit gab, im Osten werden die Linken gewählt. Und bei 6-7% Umfragen im Bundestrend, wenn dann auch noch der Osten wegbricht, dann wird es für die Linken ganz hart, ob sie es schaffen, in den Bundestag zu kommen. Und das ist, glaube ich, das, worauf die sich gerade echt so auf Messerschneide bewegen und wo sie auch sagen, das war eine Niederlage, wir müssen jetzt sehen, dass wir mehr an die Leute rankommen. Und mal gucken, ob sie es im Bundestagswahlkampf. Umgekehrt jetzt genau das, worauf die AfD immer setzt, dass man erstmal das Zugpferd den Osten hat. Ja. Da landet man eben über 20%. Allerdings wohnen eben die meisten Deutschen immer noch in Westdeutschland. Genau. Und damit kann man auch mit solchen 20% Ergebnissen im Osten noch nicht unbedingt gleich zweistellig im Bund werden. Es gibt noch eine Sache. Auf Twitter trendet der Hashtag Wahlbetrug. Da wurde aus AfD-nahen Kreisen wurden Bilder getwittert, bei denen sich herausgestellt hat, dass es Bilder aus der US-Wahl waren, mit einer Unterstellung, dass dort bei Auszählungen sich auf Gegner der AfD schon bereit gehalten haben, um da Stimmen irgendwie zu unterdrücken. Mhm. Das ist eine Erzählung, die man so ein bisschen aus dem Trumpschen sich abgeguckt hat, offensichtlich. Ist sowas gefährlich, auch was die Bundestagswahl angeht, dass solche Erzählungen versucht werden, schon früh einzubringen in die Diskussion, um nachher immer irgendwie auch Möglichkeiten zu haben, schlechtere Ergebnisse zu erklären? Ja, man hört es ein bisschen, ne? Gerade was das Thema Briefwahl angeht, dass da immer wieder heißt, obwohl das natürlich auch vollkommen sicher ist mit den vielen Umschlägen, die man da hat, dass das alles anonymisiert, es kommt dort an, wird genauso ausgezählt wie andere Stimmzettel. Kann auch nachgezählt werden. Passiert auch, dass es Neuauszählungen gibt und meistens sind es ja dann nur geringfügige Abweichungen, wenn überhaupt. Und ich glaube aber, dass das die Mehrheit der Menschen diese Sorge nicht haben. Also das ist, glaube ich, eher so ein kleiner Teil, der sich damit beschäftigt. Interessant wird noch die Frage, welche Koalition wird es dann in Sachsen-Anhalt? Da schauen die aus dem Bund auch schon drauf. Wird die FDP dabei sein? Das ist ja was für den Bund interessant wäre. Oder bleibt es bei dem Altbewährten, dann wäre es eher CDU mit SPD. Die brauchen ja diesmal die Grünen nicht, um die Mehrheit zu haben, auch wenn die knapp ist mit nur CDU und SPD.
Genau, das werden wir in den nächsten Tagen klassischerweise sehen, wenn Sie anfangenden Koalitionsgespräche führen. Oder Monaten. Es wird ein bisschen dauern wahrscheinlich, du hast völlig recht. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sind gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Danke für eure Fragen.